dem dritten Platz mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Also, da ist die Doppelführung hier von Jonas Süß und Kevin Leesch. Die haben die Nase vorn mit ihrem Fahrzeug. PLA Racing ist noch nicht so wichtig. Kommen hier mit Johann Stoltenburg. Da müsste eigentlich mehr drin sein in diesem Lauf für sie. Team Engelsbach, Felix mit der 123 ist noch dran an den Führenden. Der Schmiede-Wiking auf der dritten Position. Stoltenburg versucht sich noch einmal anzukämpfen für das PLA Racing Team. Aber er kommt nicht wirklich in Fahrt mit seinem Gefährt. Wir sind schon in der letzten Runde, die 449, Kevin auf der 1, jetzt Felix auf dem zweiten Platz für das Team Engelsbach. Der Schwede beginnt, kommt dann am Hauptleiterbahn. Gut, jetzt Platz 2, da wird uns einiges durcheinander gewürfelt. Auch das Team Racing Team ist mal vorne wieder mit dabei. Einige Ausfälle zu verzeichnen hier in diesem Lauf. DSG auf Platz 1 über die Ziellinie. Sie gewinnen den Lauf. Das DSG Team auf 1. Team Engelsbach auf der 2, die Pärschmiede beging auf der 3, knapp dahinter, P&D Racing auf dem 4. Platz mit der Startnummer 626 in diesem 6. Rennen der Trabant Originalklasse. Und jetzt noch die Startnummer 118 abgesunken.